Hier wird man zum totalen Überflieger. Und kann endlich mal in Ruhe abhängen. Oh nein! Wir hängen hier fest! Oh Mist, in 500 Metern Höhe. Ja, Las Vegas hat mehr zu bieten als den Strip mit seinen zahlreichen Hotels und vielen Verrückten. Was viele nicht wissen, die Stadt der Sünde hat Abenteuer, die jeden verführen. Und unsere Reporterin Annika hat die aufregendsten für uns getestet. Abenteuer 1 ist nur eine 20-minütige Fahrt vom Strip entfernt. Nach nur 23 Kilometern erreicht unsere Reporterin Sky Combat Ace, um in ein Hochleistungsflugzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von knapp 410 km/h zu steigen und es sogar selbst zu steuern. Doch erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was bedeutet, dass sie erstmal brav ihre Rechte im Falle seines Unfalls abtritt, sich in einen sexy Fliegeranzug schmeißt, um dann auf den Mann ihres Vertrauens zu treffen, dürfen wir vorstellen, Pilot Smokey, der ihr sofort eine halbe Stunde lang sehr anschaulich erklärt, was auf sie zukommt. Für umgerechnet 310 bis 1400 Euro kann man hier nämlich Flugmanöver erleben, die es sonst nur beim Militär gibt. Und die haben es in sich, wie man an Annikas Augengröße unschwer erkennen kann. Ich drehe mich da jetzt in einer Sekunde dreimal um die eigene Achse. Gut, jetzt wird mir langsam schlecht. Wenn dir schlecht werden sollte, mach das Mikro zur Seite, sonst hören wir, wie du... Weil die Kamera auf dich gerichtet ist, also Mikro weg. Oh, bevor es losgeht, braucht jeder Co-Pilot bei Sky Combat Ace übrigens einen echten Pilotennamen. Und jetzt raten Sie mal, welchen Smokey für Annika auswählt, na? Lass mal überlegen, ich könnte dich Lamm, Feuerschütze, Bambi, Gans oder Tofu nennen. Weißt du was? Bambi. Na dann, Bambi, Abmarsch ins Vergnügen. Ein bisschen merkwürdig, nach einer kurzen Ami-typischen Fotosession fürs Archiv muss Annika ihren Fliegeranzug inklusive Namensschildchen wieder ausziehen. Angeblich, weil bei den heutigen knapp 40 Grad sonst der Kreislauf verrückt spielen würde. Naja, dafür gibt's immerhin einen sexy Fallschirm für den Fall der Fälle. Und kaum sitzt Annika dank Smokys Gentleman-Liker-Hilfe fest im Sattel, wird zumindest ihrem Körper bewusst, auf was sie sich da eingelassen hat. Da hilft's auch nicht, dass Smokey schon seit 10 Jahren Pilot ist. Noch zitter ich nicht. Ein bisschen vielleicht. Bisschen. Doch, das ist doch. I think my body is more nervous than my head. Ob Annika tatsächlich die Nerven behält oder bei 320 km/h doch merkwürdige Geräusche von sich geben wird, die Auflösung gibt's gleich. Zuerst wollen wir sehen, wie ihre Nerven auch woanders, sprichwörtlich am Stahlseil hängen. Dafür geht's vom Strip aus eine halbe Stunde in den Canyon. Genauer gesagt zum weltweit spektakulärsten Zipline-Abenteuer bei Flightlines in Boulder City. Erstmal eine sehr herzliche Begrüßung, dann heißt es ab auf die Waage. Denn jeder, der für 125 Euro an einem Stahlseil den Canyon runterschießen will, muss ein Mindestgewicht von 34 Kilo haben, aber höchstens 113. Nee, da filmen wir nicht drauf. Okay, zumindest hat sie nicht das Maximalgewicht gesprengt. Und nur deshalb darf sie sich von der Crew zeigen lassen, wie man richtig an der Zipline hängt und wie man bremst oder auch nicht bremst, falls man zu viel Gegenwind haben sollte. Eine äußerst wichtige Information, die noch eine tragende Rolle spielen wird. Kaum ist das verstanden, geht's per Auto und 10-minütigem Fußmarsch zum Startpodest. 1100 Meter über dem Meeresspiegel. Insgesamt 4 verschiedene Ziplines müssen die Abenteurer bezwingen. Insgesamt 2500 Meter Stahlseil trennen sie jetzt vom Ziel. Da können die Knie schon mal zittern. Also ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass das da so steil runtergeht. Und ich glaube, wir sind da mit 60 Miles per Hour. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, aber es ist sehr, 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 sehr viel. Und ich wünsche euch viel Glück, ich wünsche mir viel Glück und ich, mir ist jetzt schlecht. Na, 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 jetzt mal nicht zur Memme werden. Helm auf, rein in die sichere Halterung und ab die Post. Oder in Annikas Fall Stimmbänder ab. Denn hören Sie mal, wie unser Goldkehlchen in 122 Metern Höhe bei knapp 100 km/h klingt. Hey,
Tja, nach nicht mal einer Minute hat sich's ausgeflogen. Die ersten 565 Meter Zipline sind geschafft. Hoppala! Tja, hoppala! Die nächsten Runden gehen dann etwas eleganter vonstatten, bis, nun ja, bis 800 Meter Stahlseil plötzlich unüberwindbar werden und Annika und ihr Kameramann Daniel in schwindelerregender Höhe über dem Canyon hängen bleiben. Oh nein! Scheiße! Wir hängen hier fest! So ein Mist! In 500 Metern Höhe! Wir müssen gerettet werden! Okay, der wird uns jetzt helfen. Tja, wie war das nochmal mit zu viel Gegenwind und nicht so viel Bremsen? Gott sei Dank ist die Crew auch auf solche Fälle vorbereitet. Retter Brad hangelt sich sofort mit echter Manneskraft die ca. 100 Meter am Seil entlang, um Annika und ihren Kameramann aus der etwas misslichen Lage zu befreien. Ein Äffchen an der Zipline, das gibt's echt nur in Vegas. Aber auch nur in Vegas wird unsere Reporterin zum Überflieger. Jetzt heißt es gut aufpassen, denn jetzt sehen Sie, wie es unsere Reporterin bei ihrem 30 Minuten Top Gun Jetflug über der Wüste Nevadas tatsächlich ergeht und wie hinterlistig Pilot Smokey seine Co-Pilotin einfach so um 180 Grad auf den Kopf stellt. Ist der Ausblick nicht schön? Schau's dir mal anders, Roman. Ist das schön? Naja, ins kalte Wasser werfen, immer noch die beste Möglichkeit, um jemanden abzuhärten. Deshalb legt Smokey gleich noch ein paar Loopings drauf, beschleunigt den Hochleistungsflieger derart, dass Annika bei 320 km/h mit dem 7,5-fachen ihres Körpergewichts in den Sitz gepresst wird und schiebt noch eine 1000-Grad-Drehung in einer Sekunde hinterher. Da schafft Frau nicht mal mehr, den Mund zu schließen. Was ich hier gemacht habe. Ich hoffe, positiv verrückt. Um das Adrenalin aber so richtig in die Adern zu pumpen, dürfen hier auch noch alle selbst ansteuern. Glauben Sie nicht? Na, dann gucken und vor allem hören Sie mal, wie Annika ganz allein das fast 900 Kilo schwere Flugzeug dreht und wendet. Drücke, drücke, Muskeln benutzen. Ja, das warst du allein. Meine Hände waren oben. Egal, ob die ultimative Ekstase im Flieger oder extremer Spaß in schwindelerregender Höhe am Stahlseil, in Las Vegas gibt's echt Abenteuer, die sollte man erleben. Das ist Fuji Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji Q.